wissen Sie auch, woher ich komme? Hoxton. Genau, Gottfried Stutz. Der weiss aber auch alles. Wenn Sie schon beim Wahrsagen sind, woher kommt denn der dort? Cheltenham. Harrow. Cambridge. Und Indien. Donnerwetter, stimmt genau. Also, ein Schrotter ist es nicht, aber ein Riesenblöcker. Wie machen Sie das nur, wenn ich fragen darf? Ganz einfach. Phonetik. Die Wissenschaft der Lautbildung. Das ist mein Beruf und auch mein Hobby. Jeder kann einen Irländer oder einen Yorkshireman an seinem Dialekt erkennen. Ich kann genau sagen, wo einer her ist, innerhalb von 6 Meilen. Im Umkreis Londons, innerhalb von 2 Meilen. Der sollte sich schämenfeig angeben. Und davon kann man leben? Oh ja, ganz gut sogar. Sie sollten sich gescheiter um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und andere Leute in Ruhe lassen. Hör auf mit deinem scheußlichen Gebrabbel oder sing vor einer anderen Oper weiter. Ich habe ein Recht auf sie, ob sie nicht passt oder nicht. Ein Mädchen, das derartig deprimierende und ekelerregende Laute ausstößt, hat gar kein Recht, irgendwo zu sein, kein Recht zu leben. Bedenke, du bist ein menschliches Wesen mit einer Seele und der göttlichen Gabe artikulierter Rede. Deine Muttersprache ist die Sprache Milton, Shakespeares und der Bibel. Und du sitzt da herum, quakend wie ein gallenleidender Frosch. Sehen Sie sie verludert und verlottert? Gestraft durch jede Silbe, die sie stottert? Erhängen soll man sie, und zwar sofort. Für kaltblütigen Muttersprachenmord. So was nennt man ohne Scham und Schande. Volksschulbildung hier in diesem Lande. Na, na, mein Herr, da haben Sie wohl ein schlechtes Beispiel gewählt. Hören Sie, wie das Kauderwelsch, Syntax Satz für Satz verfälscht. Kein Kirchenchor, der falsch singt, klingt so krass. Selbst ein Huhn im Hühnerhof gackert kaum so. Doof! Doof! Herr, was für ein Wort ist das? Ihr Au und Doof kennzeichnen Sie sozial. Und nicht Ihr Hals, der dreckiger als Ihr Scham. Kann denn die Kinder keiner lehren, wie man spricht? Die Sprache macht den Menschen, die Herkunft macht es nicht. Wenn Sie auch so sprechen, Herr, wie die mit dem Dorf und Au, dann enden Sie auch als Blumenfrau. Na, hören Sie mal! Ein Engländer wird so, wie er spricht, gesellschaftlich betrachtet. Kaum sagt er, was hat ihn schon ein anderer Engländer verachtet. Wo bleibt die Sprache, die die Menschen näher bringt? Wer lehrt die Kinder das? Was klingt so unästhetisch dazu, noch phonetisch, ein Schreck für jedes Ohr. In Schottland klingt es wie ein Trauerchor. In manchen Gebieten ist Englisch als Sprache spurlos weg. Ja, reden Sie mal Englisch in Amerika, es hat gar keinen Zweck. Kann denn die Kinder keiner lehren, wie man spricht? Ein Schweizer kann auch Hochdeutsch, nur runter Schweizer nicht. Und spricht ein klares Englisch für normal, hält man dich nicht. Kann denn die Kinder gar keiner lehren, wie man spricht? Sehen Sie diese Kreatur? Ihr Rinnstein-Jargon wird sie an die Gosse fesseln bis ans Ende ihrer Tage. Glauben Sie mir, mein Herr, nach 6 Monaten Unterricht könnte ich Sie als Herzogin ausgeben auf dem Diplomatenball. Ja, ich könnte ihr eine Stellung als Verkäuferin in einem Blumenladen verschaffen, was noch ganz andere Sprachschulung verlangt. Sie, was haben Sie jetzt da gerade gesagt? Ja, du Schandfleck unter der edlen Architektur dieser Säulen. Du fleischgewordene Beleidigung deiner heimatlichen Sprache. Ich könnte dich ausgeben als die Königin von Saba. Sie, glauben Sie, was ihr seid? Naja, möglich ist alles. Ich selbst bin Spezialist für indischen Dialekt. Tatsächlich? Dann kennen Sie vielleicht Oberst Pickering, den Autor des gesprochenen Sanskrit. Ich bin Oberst Pickering. Und wer sind Sie? Henry Higgins, Autor von Higgins Universalalphabet. Und ich bin nach Indien gegangen, um Sie zu treffen. Und ich wollte nach Indien, um Sie zu treffen. Higgins! Pickering! Wo wohnen Sie? In Carlton. Nein, da wohnen Sie nicht. Sie wohnen in Wimpole Street 27A. Bei mir. Kommen Sie mit. Wir unterhalten uns beim Abendessen weiter. Einverstanden. Taxi! Sie haben mir nicht das Problem, ja? Ich habe darum meine Miete noch nicht zusammen. Lügnerin, du hast doch gesagt, du könntest eine halbe Krone wechseln. Ah, dann behalt doch die ganze Blonde. Für einen halben Schilling. Ah, die Kirche.
Ein Wink von oben. Ähnliche Dialekte habe ich schon immer fasziniert. Ich habe Aufnahmen von über... So, wussten Sie auch, dass es über 200 gibt? Mein Gott, das ist ja schlimmer als in London. Und Sie kennen sie alle? Kein Taxi da. Warte, ich besorge eins. Brauchst du vielleicht noch einen guten Bettler, Eliza? Ja, aber sicher nicht dich. Ich habe die Straße da so satt, Paris wär meine Stadt. Es wird das rechte Fräulein da, ein Schloss auf Capri haben.